Hallo zusammen. Wir hatten eben schon einen Vortrag zur Gesundheitsakte oder elektronischen Gesundheitsakte, Patientenakte und ähnliches und was daran vielleicht keine so gute Idee ist. Jetzt haben wir ein etwas ähnliches Thema mit Stefan Streit. Er ist Hausarzt und seit 2018 oder sowas hier schon bei der GPN und anderen Stellen zu diesem Thema so ein bisschen was aktiv und erzählt uns jetzt auch was über die Datenökonomie in Gesundheitsdatenraum und was daran so interessant, gut oder schlecht denn so wäre. Ja, und ich habe gehört, es wird so ein bisschen was rechtsphilosophisch, weil es irgendwie keine andere Lösung mehr gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Viel Spaß mit Stefan Streit bei diesem Vortrag. Ja, guten Abend. Mein Name ist Stefan Streit und ich freue mich, dass Sie sich für meinen Vortrag interessieren. Datenökonomie im Gesundheitsdatenraum. Daraus ergeben sich eigentlich gleich zwei Fragen. Was heißt eigentlich Datenökonomie und was ist der Gesundheitsdatenraum? Beides sind Begriffe aus der EU-Politik. Datenökonomie ist sozusagen die Gesamtstrategie. Wenn man Datenökonomie im Internet recherchiert, dann findet man etwa ab 2014 erste Ergebnisse als Zielsetzung der EU-Kommission. 2017 gibt es eine erste Presseerklärung, wo dargestellt wird von der EU, was Datenökonomie eigentlich sein soll. 2020 veröffentlicht die EU-Kommission ein Strategiepapier, das 39 Seiten lang ist, wo zum ersten Mal erklärt wird, wie sich die EU-Politik Datenökonomie in Europa vorstellt. Und im Mai 2022, jetzt im Mai, am 3. Mai 2022, wurde der EU-Vorschlag zum EU-Gesundheitsdatenraum, der Teil dieser Gesamtstrategie wiederum ist, veröffentlicht. Also das ist ganz aktuell. Unter Gesundheitsdatenraum stellt man sich häufig vor, so etwas wie eine Telematik-Infrastruktur oder ein Internet. Das stimmt nicht. Der EU-Gesundheitsdatenraum ist eine Datenhandelsplattform. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Es gibt hier eben diesen Gesundheitsdatenraum, es gibt einen Kompetenzdatenraum, es gibt auch einen Mobilitätsdatenraum und noch so verschiedene andere Datenräume. Und die sollen sozusagen verfügbar gemacht werden. Die Daten sind derzeit für kleine und mittlere Unternehmen und für Behörden letzten Endes nicht greifbar. Die großen Player, Amazon, Google, Microsoft, Meta und Apple, sind von dieser ganzen Geschichte letzten Endes überhaupt nicht betroffen, weil die spielen in einer ganz anderen Liga. Fangen wir mit der Datenökonomie an. Das hier ist die besagte Internetseite von 2017. Hier kann man auch die ökonomische Prägung des Ganzen viel deutlicher verstehen als das in den Verlautbarungen, wie wir sie heute über die Datenökonomie mitgeteilt bekommen. Es sollte ein freier Datenfluss zwischen Standorten über Grenzen hinweg innerhalb eines einheitlichen Datenraums möglich sein, erklärte Andrus Ansip, der für den digitalen Datenbinnenmarkt zuständige Vizepräsident. Wenn unsere Datenwirtschaft Wachstum und Beschäftigung hervorbringen soll, müssen diese Daten genutzt werden. Und dafür müssen sie allerdings verfügbar sein und analysiert werden können. Diese Internetseite ist seit Januar 2022 nicht mehr im Internet. Und damit keine Zweifel aufkommen, hier geht es auch um personenbezogene Daten. Auch das ist ein Teil dieser mittlerweile nicht mehr zugänglichen Internetseite von der EU-Kommission. Es geht um personenbezogene Daten. Und damit wir uns hier darüber klar sind, es geht um richtig viel Geld. Das ist auch aus dieser Presseerklärung von 2017. Man ist davon ausgegangen, dass für das Jahr 2020 dieser Datenmarkt 84 Milliarden Euro wert sein würde und die gesamte Datenwirtschaft für die gesamte EU 643 Milliarden Euro. Und man schätzte, dass das Ganze einen jährlichen Zuwachs von 7% haben würde. Dann kam natürlich die Corona-Pandemie und es wurde eine neue Berechnung angestellt und man hat jetzt sozusagen sich auf drei Szenarien das Ganze neu heruntergebrochen und geht aber immer noch davon aus, dass das Wachstum dieser Datenökonomie irgendwo zwischen 3 und 11,5% pro Jahr liegen soll. Das hier ist die Frontpage dieser EU-Datenstrategie, also dieses Papiers von 2020, wo zum ersten Mal die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen mit Daten handeln. Hier kommt der Gesundheitsdatenraum gerade mal auf einer Seite vor. Und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich mal fragen, was heißt das überhaupt, Datenökonomie, Datenwirtschaft?
Wenn wir uns vorstellen, dass wir bei der Landwirtschaft Land bearbeiten und damit Mehrwert und etwas erwirtschaften, geht es natürlich darum, dass bei der Datenwirtschaft Daten bearbeitet werden. Das mag trivial klingen, aber hier geht es nicht um Produktion, hier geht es auch nicht um Dienstleistung, sondern hier geht es ganz allein um die Vorhersage der Zukunft anhand von Daten oder über die von Algorithmen bearbeiteten Daten. Und das ist natürlich eine durchaus positive Angelegenheit, wenn man anhand von Daten vorhersagen kann, dass zum Beispiel ein Busroutenplan so optimiert werden könnte, dass man 5% Energie spart, dann ist das eine wirklich gute Sache. Kommen wir zum EU-Gesundheitsdatenraum. Und ich werde jetzt hier nicht das Konzept der EU-Kommission vorstellen. Aber wir werden jetzt hier gleich mal so tun, als wollten wir uns wirklich auf den Weg in die digitalisierte Gesellschaft machen. Wir denken uns jetzt mal eine Strategie, mit der wir diese EU-Kommissionsvorgaben möglicherweise vielleicht tatsächlich auch umsetzen könnten. Was wir dabei erkennen werden, ist, dass wir daraus ein Aufgabenheft sich ergeben wird. Und diese Aufgaben werden von Institutionen, aber auch von der Zivilgesellschaft zu lösen sein. Das ist der Gesundheits-, der Auszug, die erste Verschriftlichung dessen, was zum Gesundheitsdatenraum gesagt worden ist, in der EU-Datenstrategie, also in diesem kurzen Papier. Und hier wird nochmal darauf abgehoben, welche Daten aus dem Gesundheitswesen denn bereitzustellen seien, damit Datenökonomie möglich wird. Das sind elektronische Patientenakten, das sind Genominformationen von mindestens 10 Millionen Menschen, davon war eben schon die Rede, digitale medizinische Bilddaten, auch davon war schon die Rede, Laborergebnisse, Entlastungsberichte und ich möchte nochmal darauf hinweisen, elektronische Verschreibungen. Elektronische Verschreibung ist eine andere Formulierung für das E-Rezept, was auch schon vorgekommen ist und was gleich auch nochmal kommen wird. Was mich als Arzt natürlich besonders erschüttert, ist die Tatsache, dass man hier glaubt, Genome anonymisieren zu können. Das ist in etwa so, als wollte man einen Fingerabdruck anonymisieren. Das Ganze liest sich in letzter Konsequenz so wie der Einkaufszettel einer KI für Gesundheitsökonomie. Das größte Problem dieses Konzepts besteht darin, dass die soziale Transformation, damit das alles funktionieren kann, überhaupt nicht mitgedacht wird. Das ist jetzt die Frontpage des Papiers vom 3. Mai 2022. Der Vorschlag der EU-Kommission zum Gesundheitsdatenraum. Das ist ein Papier in der Langfassung von 122 Seiten und in der Kurzfassung von 22 oder 24 Seiten, je nachdem, in welcher Sprache man das sieht. Das ist voller Absichtserklärungen, voller Vorgaben auch und der Text wimmelt von Milliarden-Euro-Beträgen überall zwischen den Zeilen. Wenn man das auf Inhalte hinliest, wird man feststellen, dass Pseudonymisierung und Anonymisierung hier als sichere Schutzkonzepte angesehen werden. Es gibt eine Reihe von Verboten. Man verbietet die Reidentifizierung von Personen. Man verbietet die Datennutzung zur Verwendung, dass einzelne Personen benachteiligt werden. Ausdrücklich ist genannt, dass die Versicherungssummen nicht erhöht werden dürfen von Versicherungen. Es dürfen nicht Gesundheitsanwendungen verkauft werden mit diesen Daten, wenn die genutzt werden. Und es dürfen auch keine schädlichen Dienstleistungen oder Produkte konzipiert werden mit diesen Daten. Auf der anderen Seite gibt es eine zugebilligte Rechte. Hier gibt es das Recht auf die Online-Änderung fehlerhafter Daten, auf das Recht auf Barrierefreiheit innerhalb dieses Gesundheitsdatenraums und dass der Datengriff soll kostenlos, sofort in einem leicht lesbaren und gängigen Format möglich sein. Als letztes wird noch eine grenzüberschreitende digitale Infrastruktur ins Spiel gebracht. Unter MyHealth@EU wird so eine quasi Telematik-Infrastruktur, wie wir sie in der Medizin schon haben, jetzt für alle Nutzer, alle Patienten, alle Teilnehmer an so einem Gesundheitsdatenraum, über den dieser ganze Datenverkehr dann stattfinden soll, auch geplant. Und so soll das Ganze natürlich nicht werden. Wir müssen uns ein bisschen überlegen, mit welchen Bedingungen wir so ein Konzept überhaupt betreiben können. Wir haben so ein kleines bisschen Probleme mit dem Rechtsgut, mit dem wir da umgehen. Es wird immer gesagt, ja, wir haben da das Rechtsgut Daten und wir machen den Datenschutz oder wir haben die informationelle Selbstbestimmung, das hängt so ein bisschen an der Menschenwürde. Wir werden noch darauf kommen, dass das keine tragfähigen Schutzkonzepte sind. Wir haben aber natürlich das Problem, wenn wir uns fragen, wenn Daten als schützbares Schutzgut nicht greifen, mit welcher Rechtsgrundlage wir überhaupt diesen EU-Gesundheitsdatenraum
ausstatten, damit da Rechtssicherheit herrscht. Die DSGVO wird es dann ja nicht mehr sein können. Und natürlich muss man fragen, warum man sich darauf einlassen sollte, jetzt nicht mehr Daten als schutzwürdiges Rechtsgut anzuerkennen. Das geht sicherlich darauf zurück, dass wir es mit völlig geänderten Rahmenbedingungen zu tun haben. Zum einen, weil wir in einer Welt mittlerweile des Ressourcenmangels leben und gleichzeitig in einer Welt der Digitalisierung. Aber das werden wir später noch etwas genauer aufarbeiten. Wir haben in Deutschland extrem gute Detailgesetze. Wir haben ein tragfähiges Grundgesetz, wir haben eine Rechtsordnung, wir haben Rechtssicherheit, Rechtsstaatlichkeit und gute Institutionen, um die uns die ganze Welt beneidet. Aber wir sind auf diesen EU-Gesundheitsdatenraum einfach nicht vorbereitet. Und was wir jetzt brauchen, ist keine Revolution, aber wir brauchen sicherlich ein Factory Reset. Und das hier ist der Aufgabenkatalog, den wir lösen müssen, damit wir diesen Weg in die digitalisierte Gesellschaft und in einen funktionierenden EU-Gesundheitsdatenraum uns überhaupt vorstellen können. Beginnen wir mit einem techniknahen Thema. Das war eben hier auch schon ein bisschen die Rede. Anwendungen in der Medizin werden in der Regel nicht für Anwender programmiert, sondern die Programmierzeiten werden zum überwiegenden Teil von den Verwaltungen und den Institutionen beansprucht, damit die ihre Verwaltungsvorgaben in unseren Arztpraxen sozusagen über die Software umsetzen können. Es wurde eben schon gesagt, dass diese Art von nicht zielgerichteter Programmierung und das zielgerichtete Herstellen von IT-Anwendungen für uns Ärzte Probleme macht. Aber das bringt noch zwei andere Probleme mit sich. Weil wir haben, wenn wir so eine nicht für uns programmierte Anwendung haben, die auch in einer engen Folge getaktet in die Routine gebracht werden, dann haben wir erstens permanente Lenkung von ärztlichem Handeln über Software in Form von Nudging. Und das Zweite ist, wir bekommen immer wieder nicht fertige Anwendungen, die sozusagen nicht zu Ende getestet sind. Und es ist einfach nicht egal, ob eine IT-Struktur zur Aufgabe passt, die damit bewältigt werden soll. EDV-Bedienung in der Arztpraxis muss intuitiv und nebenher gehen, damit es nicht stört, damit wir den Patientenkontakt damit nicht belasten. Dazu brauchen wir Ärzte eine stabile Bedienumgebung. Das ist leider in diesem Nudging- und Konfliktkontext nicht möglich. Wir enden in diesen IT-Anwendungen häufig in einer Situation, die diesem Strobe-Test, den Sie hier sehen, sehr ähnlich ist. Der Strobe-Test ist eine Vorgabe, wo ein Proband die Farbe der Lettern eines Wortes nennen soll und gleichzeitig sich bitte nicht davon ablenken lassen soll, wie die Wortbedeutung ist. Sie sehen hier oben auf der linken Seite, da passt das nicht und da passt das. Und wenn Sie diese Wörter vorlesen, dann werden Sie feststellen, dass das ganz gut geht und das hier, dass das langsamer geht. Und spätestens, wenn Sie das 2 Minuten lang gemacht haben, ist das kräftezehrend, das ist ermüdend. Man kann sowas natürlich trainieren, aber eine richtige Gewöhnung setzt nicht ein. Und genau so einem Einfluss sind wir Ärzte letzten Endes häufig ausgesetzt, weil diese Anwendungen, mit denen wir es zu tun haben, ständig solche Elemente enthalten. Das erschwert die Arbeit für die Ärzte, das gefährdet aber unterm Strich auch die Patientengesundheit. Es war eben schon vom E-Rezept die Rede. Und das ist das zweite große Problem, nicht getestete Anwendungen. Das E-Rezept sollte nach der EU-Datenstrategie bis zum 1. Januar 2022 eingeführt werden. Und genau das hat Herr Spahn mit seinen Gesetzen auch so umgesetzt. Man hat im Sommer angefangen zu testen und hat 1000 Rezepte durch die Prozesskette geschickt und hat tatsächlich bis kurz vor Weihnachten nur 42 komplett prozessieren können. Das heißt, nur 4,2% der Versuche konnten erfolgreich umgesetzt werden. Man hat natürlich diese Versuchsphase dann verlängert, weil man da nicht glauben konnte, dass man das in die Routine bringen konnte. Und jetzt haben wir zum 20. April 2022 10.000 erfolgreich umgesetzte E-Rezepte, die gesamte Prozesskette durchlaufen haben. Die Zahl der erfolglosen Versuche wurde dabei leider nicht dokumentiert. Stellen Sie sich bitte vor, wir haben in Deutschland 137 verschiedene Praxisverwaltungssysteme. Das waren 75 Arbeitstage, an denen jeweils 133 Rezepte sozusagen durch den Prozess gegangen sind. Wenn das gleichmäßig verteilt gewesen wäre, was es ja nicht ist, weil das im überwiegenden Fall nur wirklich 2 Praxen waren, dann hätte man pro Praxisverwaltungssystem genau 1 Rezept pro Tag erstellt. Am 12. Mai kam eine neue Meldung, wir haben 15.000 Rezepte geschafft. Da wurde bekannt gegeben, dass das Ganze bei 224 Praxen abgelaufen ist. Wir haben in Deutschland aber 102.000 Praxen.
Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir in Deutschland normalerweise in einem Jahr 450 Millionen Rezepte ausstellen mit 710 Millionen Verordnungen. Das müssen wir gegenüberstellen, gegenüber dem, was die Gematik, die Betreibergesellschaft dieses E-Rezepts, als marktreif ansieht. Nämlich hier wird davon ausgegangen, dass bei 30.000 eingelösten E-Rezepten über diese Versuchsprozesskette, dass dieser Prozess routinetauglich ist. Es ist davon auszugehen, wenn man es jetzt sozusagen bis zum Anfang Mai 15.000 Rezepte hat, das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese 30.000 E-Rezepte im Sommer 2022 tatsächlich umgesetzt worden sind. Dann hätte man sozusagen 30.000 E-Rezepte innerhalb eines Jahres bearbeitet. Das ist genau das, was wir heute in den Praxen in 10 Minuten jeden Tag machen. Und das habe nicht ich gesagt, sondern das hat Herr Erik Bodendieck, der Präsident der Ärztekammer Sachsen, im Deutschen Ärzteblatt so eindeutig formuliert. Es ist also davon auszugehen, dass das, was unter funktionierender Anwendung verstanden wird, dass darüber deutlich differente Anschauungen existieren. Kommen wir zum nächsten Thema. Datenverfügbarkeit. Das ist ein häufig lösbares Thema, entweder mit digitaler oder analoger Technik. Es sei denn, wir treffen auf ein Geheimnis. Das Geheimnis ist überraschend bedeutsam für unsere Gesellschaft. Wir haben das Betriebsgeheimnis, das Bankgeheimnis, den Datenschutz, das Wahlgeheimnis, das Post-, das Fernmeldegeheimnis, das Staatsgeheimnis, die ärztliche Schweigepflicht, um einige zu nennen. Und es ist immer wieder frappierend, wie schwierig es wäre, an die Stelle des Geheimnisses in diesen ganzen verwaltungstechnischen und allgemeinen gesellschaftlichen Prozessen an die Stelle des Geheimnisses die Transparenz zu setzen. Das kann man nicht ohne weiteres machen. Dabei ist es aber trotzdem natürlich so, dass wenn wir es mit einem digitalen Denken und einem digitalen Prozess zu tun haben, dass dieser digitale Prozess das automatisch in Richtung Transparenz zieht. Dazu kommt, dass Reichtum häufig geheim ist und Armut in der Regel sehr öffentlich. Und wenn wir es richtig hinschauen, dann werden wir feststellen, dass es in der Regel so ist, dass wenn wir ein Geheimnis zur Basis eines Prozesses brauchen, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen analogen Prozess handelt und im besten Falle um einen elektrifizierten analogen Prozess. Das Geheimnis hat einen hohen Preis. Es macht manches unmöglich, kostet Komfort, das wissen Sie alle, wenn wir Passwörter vergeben müssen und so weiter. Aber es begünstigt auch Exklusion und Diskriminierung, weil der, der das Geheimnis nicht kennt, ist exkludiert und diskriminiert. Und das Geheimnis eröffnet rechtsfreie Räume. Wir haben in Deutschland wird geschätzt 30 Milliarden Euro Steuerhinterziehung. Das wissen wir natürlich nicht, weil das im Geheimen stattfindet. Und diese unsägliche Kindermissbrauchsproblematik, die durch das Geheimnis begünstigt wird, ist eine Katastrophe. Darüber hinaus kostet das Geheimnis aber auch Energie. Wenn wir die Schlüssellänge verdoppeln, weil wir glauben, wir müssten das Sicherheit und das Geheimnis erhöhen, bedarf das Ganze einer 6 bis 7 Mal längeren Entschlüsselungszeit. Wenn wir das mit dem gleichen Prozessor machen, brauchen wir 6 bis 7 Mal längere Rechenzeiten und den entsprechenden Mehrbedarf an Energie. Es ist nicht so, dass die Transparenz hier sofort einfach alle Probleme löst. Man könnte ja meinen, wenn wir es transparenter machen, dann haben wir mehr Gleichheit. Amartya Sen, ein Ökonom, hat sich diese Frage 1979 gestellt und hat gefragt, Gleichheit, welche Gleichheit? Wer braucht eine Flöte? Der Flöte spielen kann oder es lernen müssten? Oder brauchen wirklich alle eine Flöte? Oder die Idee, mit mehr Transparenz kommen wir zu mehr Gerechtigkeit. John Rawls ist ein Philosoph, der das letzte akzeptierte Theoriegebäude der Gerechtigkeit 1971 verfasst hat. John Rawls setzt zur Voraussetzung für Gerechtigkeit den Schleier des Nichtwissens. Das heißt, diejenigen, die die Regeln machen, die zu Gerechtigkeit führen sollen, dürfen nicht ihre eigene Rolle in der sozialen Situation kennen, die dürfen aber auch nicht sozusagen die Gegebenheiten kennen, in denen sie später leben werden. Das heißt, sie sollen ihre Regeln allein aufgrund abstrakter Überlegungen machen. Das nennt er den Schleier des Nichtwissens. Wie sollten wir in einer Welt der Transparenz und der Digitalisierung und der KI einen Schleier des Nichtwissens einlösen können? Aber
Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie Transparenz durchaus hier für Klarheit schafft. Beim Patent, bei der Veröffentlichung, beim Open Source und Open Science, damit kommen die juristischen Personen extrem gut klar. Die sind dadurch gut geschützt. Das ist Alltag bei uns. Aber für die natürlichen Personen klappt das nicht. Natürliche Personen brauchen ein zweites Schutzkonzept. Und das ist ein Diskriminierungsverbot, was die Privatsphäre natürlicher Personen schützt. Und wenn wir so ein Diskriminierungsverbot umgesetzt hätten, dann spielt die Geheimniswahrung am Ende keine Rolle mehr. Denn der Eingriff in den privaten Raum natürlicher Personen würde unattraktiv, weil es ist verboten. Und daran halten sich doch überraschend viele Leute. Die Rechtsgrundlage für dieses Diskriminierungsverbot befindet sich in Artikel 3 des Grundgesetzes. Dort wird das genannt als Verhinderung der Benachteiligung. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Hier gibt es verschiedene diskriminierungsfähige Merkmale, die dort ausdrücklich aufgezählt sind. Das ist das Geschlecht, die Abstammung, die Rasse, die Sprache, die Heimat, die Herkunft, der Glaube, religiöse, politische Überzeugung und Behinderung. Aber hier fehlt was. Es fehlt das Diskriminierungsverbot für Krankheit und Krankheitsdaten. Die Ärztekammer Nordrhein und die Ärzteschaft in Nordrhein hat diesen Mangel erkannt und hat in einer Ärztekammerversammlung vom November 2021 diesen Erklärungstext verabschiedet. Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein fordert ein gesetzlich verankertes Diskriminierungsverbot für Krankheit und Krankheitsdaten auch aus elektronischen Patientenakten. Ärztliche elektronische Dokumentation ist ärztliches Handeln und darf das Patientenwohl nicht beschädigen. Und jetzt atmen wir einmal kurz durch. Jetzt hat sich vielleicht schon manch einer gefragt, was denn die Datenökonomie im europäischen Gesundheitsdatenraum mit der Darmspiegelung im Endoskopieraum zu tun hat. Also, die Empfehlung zur Prozedur ist in beiden Fällen ausgesprochen. Die Struktur zur Umsetzung dieser Prozedur ist vorhanden. Arzt und Politik stehen bereit. Die Patienten müssen aber mitmachen. Sie müssen einen großen Becher salzig-schleimigen Abführmittels trinken und eine Diät einhalten. Und die Bürger brauchen gute Gründe, um sich zu entkleiden und um sich von innen ausleuchten zu lassen. Nach dieser kurzen Atempause kommen wir zum zentralen Punkt, zur zentralen Denkfigur. Alle reden immer von Gesundheit. Was ist Gesundheit? Und noch viel wichtiger, wie befördern wir Gesundheit? Das ist die Definition der WHO, was Gesundheit ist. Von 1946. Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Diese Definition fokussiert sehr auf den individuellen Zustand eines einzelnen Menschen. Die soziale Dimension von Gesundheit ist hier enthalten, wird aber nur ganz am Rande mitgedacht. Und so war es folgerichtig, dass 40 Jahre später die WHO die Ottawa-Charta verabschiedet hat. Die Ottawa-Charta ist ein Papier, in dem sozusagen Gesundheit überhaupt nur noch innerhalb einer Gemeinschaft denkbar ist. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont. Oder Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben. Oder eine Politik der Gesundheitsbeförderung muss Hindernisse identifizieren, die einer gesundheitsgerechteren Gestaltung politischer Entscheidungen und Programme entgegenstehen. Sie muss Möglichkeiten zur Überwindung dieser Hemmnisse und Interessensgegensätze bereitstellen. Hier geht es um Ressourcen, um Selbstkontrolle und um Konfliktreduktion. Im Sinne der WHO kann Gesundheit nie allein und nie lokal, sondern immer nur in Gemeinschaften gedacht werden und global. Das setzt Ressourcen und Teilhabe voraus. Das erfordert Selbstbestimmung, insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung. Und Gesundheit geht immer nur, wenn wir es schaffen, Konflikte zu reduzieren. Und noch einmal aus der Ottawa-Charta der WHO.
Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen. Gesundheitsförderndes Handeln zielt darauf ab, durch aktives anwaltschaftliches Eintreten diese Faktoren positiv zu beeinflussen. Der Adressat ist nicht nur die Politik, der Adressat sind wir alle. Und jetzt brauche ich nochmal Ihre ganze Aufmerksamkeit. Jetzt kommen wir nämlich von der Gesundheit zur Krankheit und das ist nicht trivial. Derjenige, der das gegenwärtige geltende Modell von Krankheit und Gesundheit eingeführt hat, ist Thure von Uexküll. Der hat die psychosomatische Medizin begründet und hat das biopsychosoziale Krankheitsmodell eingeführt. In diesem biopsychosozialen Krankheitsmodell wurde erstmals anerkannt, dass ein Mensch Stress auf einen anderen Menschen ausüben kann. Über das Bewusstsein dieses zweiten Menschen kann es dazu kommen, dass dieser zweite Mensch körperlich erkrankt. Das war eine Sensation seiner Zeit. So kann es dazu kommen, dass wenn zwei Menschen miteinander Stress haben, ein Mensch diesem Stress ausgesetzt wird und dadurch ein Magengeschwür entwickelt. Es ist aber nicht nur so, dass Menschen, also soziale Faktoren, wie das Thure von Uexküll im weitesten Sinne formuliert hat, dieses Problem entfalten können, sondern auch fehlende Teilhabe und fehlende Ressourcen üben Stress aus, machen Menschen krank. Und wenn wir in einer digitalisierten Welt leben, dann ist die Datenwolke als Teil unserer Persönlichkeit ebenfalls derangierbar. Und wenn die Datenwolke beschädigt ist, dann sind wir in diesem Sinne informationell erkrankt. Und wir können auch durch infolge einer informationellen Erkrankung körperlich erkranken. Was bedeutet das jetzt konkret, informationelle Erkrankung? Der Prototyp der informationellen Erkrankung ist die Corona-Warn-App gewesen. Die Corona-Warn-App war nur ein elektronisches Signal. Wenn diese rote Lampe in Ihrem Endgerät anging, dann hat das nicht bedeutet, dass Sie einen sicheren Erregerkontakt hatten oder dass Sie gar infektiös gewesen wären. Sie sind danach körperlich nicht kränker als zu dem Zeitpunkt, als die Lampe noch nicht geleuchtet hat. Aber das bürgerliche Ende, das bürgerliche Leben war unmittelbar nach dem Aufleuchten der Corona-Warn-App letzten Endes zu Ende. Sie gingen zu Ihrem Hausarzt, haben darum gebeten, dass er Sie untersucht, dass er Ihnen einen PCR-Abstrich macht und Sie haben eine Krankmeldung bekommen, weil Sie dann nicht zur Arbeit gehen durften. Und in Deutschland ist die Krankmeldung die absolute Messlatte dafür, ob eine Krankheit vorliegt. Denn in Deutschland gibt es keine Krankmeldung ohne Krankheit. Erst dann, wenn der 24 Stunden später der PCR-Test das Ergebnis zurückkommt, ist klar, ob Sie infiziert sind oder nicht. Und dann entscheidet sich, ob Sie weiter in der Quarantäne verbleiben müssen oder ob Sie wieder Ihrem Alltag nachgehen können. Und in der Zwischenzeit zwischen dem Aufleuchten der Corona-Warn-App und dem PCR-Ergebnis, in dieser Zeit sind Sie informationell erkrankt. Das gilt im Übrigen auch für jedes Signal aus der KI. Informationelle Erkrankung bedeutet gesicherte oder vermutete Diskrepanz zwischen analogem Menschenleben und digitalem Abbild. Oder falsche, strittige, fehlende oder ungewollt öffentlich gewordene Informationen oder digitale Signale von unklarer Bedeutung, die das Leben eines Menschen vorübergehend oder dauerhaft für ihn selbst unbeeinflussbar verändern. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum sollten wir uns auf diesen informationellen Gesundheitsbegriff einlassen? Ganz einfach, weil wir es mit Gesundheit und Krankheit zu tun haben und das juristisch sehr gut handhabbare Rechtsgüter sind. Im Gegensatz zu Daten. Das Problem bei den Daten ist, dass Daten juristisch in der Regel wie Sachen behandelt werden. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und eins der größten Probleme, was die Daten haben, ist, dass wir natürlich formulieren, wir könnten über Datenschutz diese Daten schützen. Sie wissen viel besser wie ich, dass es natürlich nie eine Frage ist, ob Daten geschützt werden können, sondern immer nur, wie lange sie noch geschützt werden können. Und insofern hat das Konzept des Datenschutzes in etwa die Bedeutung des Zero-Covid-Konzepts für die Covid-Erkrankung wie der Datenschutz für die Daten. Das ist theoretisch eine super Idee, in der Praxis aber nicht zielführend. Ein ähnliches Problem haben wir in Bezug auf die informationelle Selbstbestimmung. Die informationelle Selbstbestimmung hat eine sehr große Nähe zur Menschenwürde.
Und die Menschenwürde ist ein wirklich tiefgreifendes Konzept. Aber die Alltagswirkung der Menschenwürde ist für uns sehr gering, weil wenn man mit der Menschenwürde argumentieren möchte, dann brauchen wir Situationen von Folter, von Sklaverei, von Tötung, von Zwangsarbeit und von wirklich lebenslanger Haft. Dann können wir mit Verstößen gegen die Menschenwürde argumentieren, in allen anderen Belangen nicht. Das heißt, die informationelle Selbstbestimmung ist ein wenig konkretisierbares Rechtsgut, was in der Regel auch nicht gut positiv darstellbar ist, genauso wie die Menschenwürde. Und insofern fällt uns in letzter Konsequenz die DSGVO als Rechtsordnung für diesen Gesundheitsdatenraum aus. Und an diese Stelle kann die informationelle Erkrankung treten. Und warum sollen wir uns darauf einlassen? Ganz einfach, weil die informationelle Erkrankung die Realität viel besser abbildet und, wie wir gleich noch sehen werden, dazu noch eine Perspektive bietet, wie wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln können. Denn heute ist es so, dass eine defekte Datenwolke einer beschädigten Sache gleichgesetzt wird und das Ganze wird häufig im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Rechnung mit eingepreist und dann wird einfach der Datenschutzverstoß ausgezahlt. Das wäre, wenn wir es mit beschädigten Persönlichkeitsanteilen zu tun hätten, und dann wäre das nämlich eine Körperverletzung oder eine Krankheit, nicht so ohne weiteres möglich. Armut ist das Gegenteil von Ressource und Teilhabe. Das ist die Landkarte von Köln. Auf der linken Seite ist die Arbeitslosigkeit abgebildet und auf der rechten Seite die 7-Tage-Corona-Inzidenz am 22.04.2021. Je dunkler die Felder sind, desto höher ist die Arbeitslosigkeit oder die 7-Tage-Inzidenz. Sie sehen, das passt sehr gut übereinander. Ich habe zwei Stadtteile herausgesucht. Das hier ist der Stadtteil Köln-Mülheim, wo diese kleine Ecke ist. Das ist einer der ärmeren Stadtteile in Köln. Hier wohnen 40.000 Einwohner. Am 22.04.2021 waren die Arbeitslosigkeit bei 12,4% und der 7-Tage-Inzidenz lag bei 370. Das auf der anderen Rheinseite, ihr da, wo das kleine Dreieck liegt, ist Köln-Sülz. Wieder 40.000 Einwohner. Die Arbeitslosigkeit lag am gleichen Tag bei 3,7% und die Corona-7-Tage-Inzidenz bei 70. Das heißt, wir haben es mit einem Faktor 1:5 bis 1:6 zu tun. Wir hätten auch in die Stadtteile Köln-Gremberghofen schauen können. Hier wohnen 2.000 Einwohner. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 17,2% und die Corona-Inzidenz bei 700 am gleichen Tag. Und Sie ahnen schon, Köln-Hahnwald, ein Stadtteil ebenfalls mit 2.000 Einwohnern, einer Arbeitslosigkeit von 1,5% und am gleichen Tag einer Corona-Inzidenz von 0. Krankheit ist ein Risikofaktor für vorzeitigen Tod. Armut ist ein Risikofaktor für Krankheit. Krankheit ist ausgelöst durch Feinstaub, durch Asbest, durch Fehlernährung, Tabakrauchen, Alkohol und Drogen. Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Gefängnishaft und Armut verursachen die gleichen Probleme. Und das Vermögen in Deutschland bestimmt, wie alt ein Mensch wird. Und der Satz, weil du arm bist, musst du früher sterben, ist in Deutschland absolute Realität, wenn man die Gruppe der Reichsten gegen die der Ärmsten vergleicht. Da liegen nämlich genau 10 Jahre dazwischen. Und es geht nicht ums Einkommen, es geht immer ums Vermögen. Denn das Vermögen bestimmt den Zugang zur Bildung. Kinder haben kein eigenes Einkommen. Es ist immer das Vermögen letzten Endes der Eltern, was dafür sorgt, dass die gesellschaftliche Teilhabe groß ist, dass die Gesundheit gut ist und dass diese Menschen lange leben. Und so wie es hier aussieht, ist die Vermögensverteilung in Deutschland. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt gut ein Drittel des Gesamtvermögens. Das nächste Drittel teilen sich die nächsten 9% und die obere Mittelschicht teilen sich das dritte Drittel. Und die ärmste Hälfte unserer Bevölkerung muss sich mit 1,3% des Vermögens zufrieden geben. Ich habe schon gesagt, die Daten werden häufig wie Sachen behandelt. Das heißt, man geht davon aus, dass Daten jemandem gehören könnten. Und wenn man das so denkt,
dann ist das Datenvermögen so verteilt, wie ich das hier aufgemalt habe. Die großen fünf verfügen über den überwiegenden Teil des Datenvermögens und die kleinen und mittleren Unternehmen und Behörden bilden diesen kleinen schwarzen Strich auf der rechten Seite. Und mit Hilfe der EU-Datenstrategie und auch des Gesundheitsdatenraumes möchte sich die Politik mit ihren Behörden und den kleinen und mittleren Unternehmen einen etwas größeren Anteil an dem Datenvermögen sichern. Und daran ist ja nichts falsch. Aber eine Sache fehlt. Im Datengesundheitsraum, wie auch in der ganzen Datenstrategie überhaupt, fehlen die Menschen, fehlen die natürlichen Personen. Die kommen hier nicht vor. In dieser Strategie ist keine Rolle für Patienten und Ärzte im Gesundheitsdatenraum vorgesehen. Dabei ist es doch nur möglich, mit einer Rolle berechtigte Interessen wahrzunehmen. Und nur mit einer Rolle könnte man sich auch ökonomisch beteiligen. Und naja, es wird nicht jedermanns Sache sein zu sagen, naja, ich mache jetzt Handel mit meinen eigenen Gesundheitsdaten. Aber ich würde sagen, es kommt drauf an. Ein befristeter Verleih von Gesundheitsdaten in einem wirklich geschützten Raum, warum nicht? Eine Blaupause dafür haben wir bereits. Die Menschen, die abhängig beschäftigt sind, verleihen ihre Arme, ihre Beine und ihre Gehirne jeden Tag und nehmen sie abends wieder mit nach Hause. Und wenn das Verhältnis mit dem Arbeitgeber nicht mehr gut funktioniert, dann kündigen sie und suchen sich eine neue Arbeit. Das funktioniert ganz hervorragend. Und hier kann es natürlich nicht darum gehen, dass ein Mensch am Ende eines Jahres für einen besonders spektakulären Krankenakte 1,70 Euro überwiesen bekommt, sondern was hier gedacht werden muss, wenn hier Datenökonomie betrieben wird, dann müsste es möglich sein, dass mit den Daten erwirtschafteter Gewinn auch den Patienten und dem Gesundheitswesen insofern zugutekommt, als dass da eine Teilhabe stattfindet. Es geht hier um die Finanzierung der Sozialsysteme. Und was für die Patienten gilt, gilt auch für die Ärzte. Nur stehen die hier in zwei Rollen sozusagen zu den Daten im Verhältnis. Erstens erzählen Sprechstundendaten nicht nur etwas über den Patienten, sondern Sprechstundendaten sagen auch sehr viel über den Arzt aus. Da sind Entscheidungen drin, da ist Expertise drin, Abwägungen, Gespräche mit Patienten, mit Angehörigen und so weiter. Und wenn ein Behandlungsfehlerprozess stattfindet, dann findet der fast immer auf Grundlage dieser ärztlichen Behandlungsdaten statt. Das heißt, hier werden juristische Urteile gesprochen auf Grundlage der Behandlungsdokumentation. Und dabei kann es ja nur um den Arzt gehen. Das heißt, da steht sehr viel über den Arzt drin. Das heißt, auch der Arzt hat ein Anrecht an diesen Sprechstundendaten. Und rein formaljuristisch, wenn man die Juristen fragt, wem gehören die Sprechstundendaten, dann sagen die dem Arzt. Dabei ist es aber allerdings so, dass dieses Gehören mehr so ist wie der Arzt ist der Vermieter, während der Patient der Mieter der Sprechstundendaten ist, wenn man das jetzt in diese Wohnungsanalogie übersetzen möchte. Die zweite Dimension, in der Ärzte ein Anrecht an diesen Sprechstundendaten haben, ist das Urheberrecht. Arztdaten und primäre Arztakten sind Datenbankwerke. Und Datenbankwerke sind urheberrechtlich schützbar, sowohl über die Struktur nach Urheberrechtsgesetz § 4, aber wenn es eine gewisse Schöpfungshöhe hat, auch über den Inhalt, über Urheberrechtsgesetz § 87a. Und hier geht es nicht darum, wieder um einzelne Auszahlungen an einzelne Ärzte. Es geht wieder darum, dass wir die Sozialsysteme aus dieser datenökonomischen Betrachtungsweise eigenes Geld generieren können. Und man könnte natürlich den Einwand bringen, na, die Ärzte sind ja bezahlt worden für das, was sie da gemacht haben. Ist richtig, aber auch hierfür gibt es einen juristischen Präzedenzfall. Und den hat der Kameramann vom Film Das Boot über einen jahrelangen Prozess ausgefochten. Der hat 100.000 Mark dafür bekommen, dass er die Kameraführung für den Film Das Boot gemacht hat. Und im Nachgang sind viele, viele Millionen Euro da mit diesem Film verdient worden. Und dann hat er gesagt, nee, das stimmt nicht. Ich möchte mehr Geld haben, weil ich bin der Urheber dieses Filmes. Ich habe den mit eigenen Händen gedreht. Und er hat Recht bekommen. Über den Fairness-Paragraphen hat das Gericht ihm eine Nachvergütung von 500.000 Euro inklusive der angefallenen Zinsen zugebilligt und 2,25% vom Umsatz aller zukünftigen Gewinne aus diesen Filmen.
weil es eine enorme Diskrepanz zwischen der eigentlichen Schöpfungsarbeit, Vergütung für die Filmarbeit gab und der nachträglichen ökonomischen Verwertung. Jetzt kommen wir nochmal zum Grundgesetz. Beim ersten Mal war es ziemlich einfach. Wir haben ziemlich leicht das Grundgesetz um die Diskriminierung von Krankheit und Krankheitsdaten als Merkmal ergänzen können. Hier geht es um die juristische Person. Juristische Personen, das ist etwas, das wird durch die Digitalisierung, wird die unterschiedliche Rolle zwischen natürlicher Person und juristischer Person viel deutlicher. Wenn wir ans autonome Fahren denken, dann gibt es manche Leute, die eine digitale Person fordern in Bezug auf dieses autonome Fahren. Und diese juristische Person steht dieser digitalen Person sehr nahe. Das sind Rechtsfiguren der Verantwortung. Dagegen steht die natürliche Person in einer ganz anderen Beziehung. Die natürliche Person, der Mensch, hat ein Recht auf Menschenrechte, der hat ein Recht auf Grundrechte und der hat auch ein Recht auf Ressourcen. Diese Rechte können wir eigentlich den natürlichen Personen, den juristischen Personen keinesfalls zubilligen. Jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Denn ein Algorithmus oder eine Aktiengesellschaft hat keine Zahnschmerzen, keine Schlafstörungen, keinen Hunger und auch keine Vorliebe für Schokoladen oder Himbeereis. Und jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt. Juristisch, das habe ich schon ein paar Mal betont, werden Daten wie Sachen behandelt. Dabei sind Gesundheitsdaten aber eher wie Körperteile anzusehen, wie Persönlichkeitsanteile oder, wenn man möchte, wie geistiges Eigentum oder, wenn man in Richtung Kunst schaut, so etwas wie ein persönlicher Erklärungswert. Das größte Problem an der Angelegenheit ist, dass Sacheigentum juristisch dadurch charakterisiert ist, dass ein Eigentumsübergang stattfindet. Das heißt, ich nehme einen Apfel und gebe ihn weiter. Diesen Eigentumsübergang gibt es bei Daten nicht, die werden kopiert. Wenn Sie das etwas interessiert, ich habe das in einem zweiten Talk, den Einfluss der Digitalisierung auf die Rechtsbegriffe des Vertrages und des Sacheigentums heruntergebrochen. Können Sie sich gerne anschauen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Haftung, davon war eben schon die Rede. Wer haftet für was im Gesundheitsdatenraum? Aktuell haften die Ärzte für Datendiebstahl, wenn das durch defekte Software- oder Hardwareprobleme entstanden ist. Darüber könnte man noch diskutieren. Es wurde aber auch schon angedeutet, dass wir plötzlich jetzt es mit Konnektoren zu tun haben, also hochkomplexen, geschlossenen Blackboxen, wo auch die Ärzte für haften. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat die Verantwortung für diese defekten oder falsch programmierten Patientendaten sammelnden Konnektoren eindeutig den Ärzten zugeordnet. Das ist Teil der üblichen juristischen Rechtsprechung. Das ist ein Problem. Ein zweites Problem ist, dass wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Digitalisierung betreiben, so wie sie hier geplant ist, dann werden wir einen gläsernen Arzt bekommen. Wir haben es mit einer Quasi-Veröffentlichung von Sprechstundendaten über die elektronische Patientenakte zu tun und gleichzeitig fordert das Gesetz eine Quasi-Veröffentlichung der Protokolldaten der Zugriffe auf Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausverwaltungssysteme. Sie können sich vorstellen, was das für eine Situation ist. Ich möchte das an der Stelle nur einmal kurz andeuten, dass wenn wir uns vorstellen, das wäre ein Auto des autonomen Fahrens, dann hätte der Arzt die Wahl, dass er entweder das Auto autonom fahren lässt und dann ihm möglicherweise der Vorwurf gemacht werden würde, er hätte nicht schnell genug eingegriffen, weil dann ja der Unfall passiert ist und das Auto es nicht regeln konnte und er hätte eingreifen müssen. Die noch viel spannendere Seite ist aber ja, wenn er dann sagt, na gut, ich weiß ja, dass das Gerät ist nicht funktionstüchtig und ich kann mich nicht darauf verlassen, ich fahre doch lieber die ganze Zeit selbst, dann wird es dazu kommen, dass natürlich die Sensoren und die da in diesem autonomen Fahren verfügbar sind, jede seiner Handlungen aufzeichnen. Jede kleine Geschwindigkeitsübertretung, jeder kleine unterschrittene Mindestabstand, jedes knapp doch noch orange-rot, alles, was so im üblichen Alltag immer wieder passiert, würde alles 1:1 protokolliert, auf einen Server gespielt und im besten Falle vielleicht in ein Scoring einmünden und im schlechtesten Falle zu einem plötzlichen Führerscheinentzug, ohne dass man jetzt wirklich wüsste, was dazu geführt hätte.
Es wird immer wieder von der hervorragenden, schnellen Digitalisierung in der Medizin in den nordischen Ländern gesprochen. Daran müsste man vielleicht nochmal anknüpfen. In den nordischen Ländern ist die Haftung in der Regel eine Staatshaftung und keine Arzthaftung. Und wenn an einem schwedischen Connector schwedische Patientendaten gesammelt werden, kümmert das einen schwedischen Arzt überhaupt nicht. So, und jetzt gehen wir zum Landeanflug über. So soll es natürlich nicht ausgehen. Und wir wollen letzten Endes, wenn wir in die digitalisierte Gesellschaft wollen, müssen wir soziale Übereinkünfte transformieren. Das heißt, wir müssen möglicherweise sogar ans Grundgesetz dran und wir brauchen dazu geänderte Programme und Aufträge, die die Zivilgesellschaft einlösen muss. Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Ökonomie und die Gesundheit? Das ist die Variante A in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch in Großbritannien, die Laschet-Tour. Wir machen einfach so weiter wie bisher und die Digitalisierung wird zu mehr Wirtschaftswachstum führen. Es gibt keine Lösung für die aktuellen Krisen. Das ist die Variante B, die harte Tour. Digitalisierung tritt an die Stelle der Gewalt und kontrolliert einfach alles. Volle Kontrolle braucht volle Planung. Fehler in der Planung wirken sich erbarmungslos aus. Wenn man so eine Zero-Covid-Idee im Gepäck hat, ist das wirklich schwierig. Wir stehen im Moment, was den Gesundheitsdatenraum angeht, an der Schwelle von der Konkurrenzökonomie zur Datenökonomie. Früher war es so, dass wir Überschuss von Ressourcen bei uns glaubten. Aber im Grunde genommen ging das nur darauf zurück, dass das Geheimnis dafür gesorgt hat, dass wir nicht mitbekommen haben, dass woanders Armut war und Reichtum bei uns. Mittlerweile, das sehen wir durch den Klimawandel und durch viele andere Dinge, ist der Ressourcenmangel bei uns angekommen. Und das Geheimnis ist die einzige Quelle, über die wir weiterhin Wirtschaftswachstum generieren können, um den Preis, dass die Armuts- und Reichtumsschere weiter auseinandergeht. Während der Corona-Krise sind die 10 reichsten Familien in Deutschland deutlich reicher geworden und die DAX-Unternehmen haben deutliche Unternehmensgewinne erzielt. Datenökonomie. Wir müssen uns entscheiden, wenn wir in die Datenökonomie eintreten, ob wir den Ressourcenmangel mit dem Geheimnis, mit der Diskriminierung und dem Wachstum kombinieren wollen, was dann zu mehr Armut und Reichtum hier bei uns in Deutschland führt. Die Schere geht weiter auseinander. Oder ob wir Transparenz und Daten und ein Diskriminierungsverbot anstreben, dann ist ein Degrowth und ein Minuswachstum möglich. Digitalisierung könnte zu Transparenz und zu einer regulierten Datenökonomie führen, die uns diese Perspektive eröffnet. Weniger Interessenskonflikte, weniger Diskriminierung, weniger Armut, weniger Krankheit. Und das mit dem Degrowth ist jetzt nicht mein persönliches Hobby, sondern Wachstum ist kein Wert an sich, wie manche Politiker meinen, unser Leben kann besser werden, ohne dass die Wirtschaft wächst. Das ist eine OECD-Studie. Es wird immer so getan, als sei Gesundheit und Ökonomie zwei widerstreitende Dinge. Das ist nicht der Fall. Ökonomie erfordert das Versprechen des Gewaltverzichts. Es macht keinen Sinn, dass ich von jemandem für 1 Euro einen Apfel kaufe und ihn anschließend mit vorgehaltener Waffe Euro und Apfel wieder abnehme. Dann kann ich das gleich Überfall nennen, dann brauche ich keine Ökonomie. Gesundheit, das haben wir eben gehört, erfordert ebenfalls die Moderation von Konflikten. Warum sollten wir uns darauf einlassen? Ganz einfach. Digitalisierung bietet uns wahrscheinlich eine einmalige Chance dazu. Und wir haben gesehen, Ökonomie und Gesundheit verlieren, wenn wir uns nicht darauf einlassen, ihre Legitimität. Wenn wir uns darauf einlassen, haben wir für Europa die einmalige Chance, dass wir einen Perspektivwechsel hinbekommen und dass wir mit einer Neuinterpretation von Datenökonomie und Gesundheit einen eigenen Weg gehen können, wo wir uns nicht mit amerikanischen und chinesischen Verhältnissen messen müssen. Wenn wir Gesundheit und Ökonomie anders interpretieren, dann funktioniert der Gesundheitsdatenraum und wir haben soziale Perspektiven. Die Wirkung der Digitalisierung auf soziale Übereinkünfte ist überhaupt nicht zu überschätzen. Und meiner Meinung nach ist die Digitalisierung sozial wesentlich bedeutsamer als technologisch. Die digital transformierte Gesellschaft vereinbart nachhaltiges Wirtschaften und Gesundheit über gewaltfreie Digitalisierung. Damit das gelingen kann, bedarf es lediglich des Abschieds von ein paar schlechten Angewohnheiten. Dem Abschied vom Wachstum in einer Konkurrenzökonomie, dem Abschied der Anwendung des Sacheigentumskonzepts auf Nichtsachen, dem Abschied vom Grundrecht juristischer Personen an Ressourcen und dem Abschied vom Gewohnheitsrecht an Geheimnis, Diskriminierung und Gewalt. Was wir erreichen müssen, ist die digitalisierte Gesellschaft. Dazu bedarf es der Transformation sozialer Übereinkünfte. Wenn wir das mit Hilfe der Digitalisierung geschafft haben, dann befördert Datenökonomie im Gesundheitsdatenraum mehr Gesundheit.
Gleichzeitig haben wir so eine eigene europäische Strategie des konfliktreduzierten Wirtschaftens und Zusammenlebens. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt sicherlich ein paar Fragen. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Und zwar meine Frage ist bei Wachstum bezüglich vor allem also Wachstum des Bruttoinlandsprodukts oder wie ist das bei Ihnen definiert? Ich würde mal so sagen, Wachstum erstmal, Wachstum des Energieverbrauchs. Ja? Also Wachstum des Ressourcenverbrauchs. Ja? Ich würde das nicht am Geld festmachen. Ne? Geld ist ja eine, ob wir 100 Euro oder 200 Euro über den Ladentisch gehen lassen, das ist irrelevant. Ja? Es geht darum, wir haben diesen einen Planeten und der hält nur eine gewisse Energie aus. Ja? Wenn wir die überziehen, dann verderben wir die Ressourcen, die wir morgen dringend brauchen. Ja? Aber jetzt auch zum Beispiel hinsichtlich des Human Development Index oder so, wäre das also, wie sehen Sie das? Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Okay, also dann. Ich fand es sehr spannend. Eine der Sachen, die Sie angesprochen hatten, war, dass es einen Unterschied gibt in der Haftung in vielen nordischen Ländern bezüglich, ob der Arzt oder der Staat haftet. Ja. Das habe ich vorhin nicht gehört. Können Sie da ein bisschen mehr zu erzählen? Es ist so, dass, ich sag mal, das bezieht sich natürlich jetzt nicht auf, ich sag mal, vorsätzliche Taten oder sowas, ja, das ist klar. Aber es gibt natürlich, ich sag mal, so etwas, ich sag mal, diese kleinen Haftungsschäden zum Beispiel, und das habe ich ausdrücklich in der Recherche auch gefunden, es gibt einen Fonds in Schweden, der gleicht zum Beispiel solche Datenschutzprobleme aus. Wenn da wirklich was öffentlich geworden ist und jemand hat einen Nachteil, dann greift der explizit, der gleicht das dann aus, der macht dann eine Wiedergutmachung. Das läuft dann nicht über eine ärztliche Haftpflicht. Heute würde sozusagen hier in Deutschland, wenn mir da jemand wirklich was auf den Tisch legt und ich werde da vor Gericht gebracht, dann stehe ich ganz persönlich vor Gericht und muss das dann irgendwie über meine Berufshaftpflicht oder selber irgendwie ausgleichen. Ich bin da sozusagen der Ansprechpartner. Und das bezieht sich aber auch auf viele andere, sag mal so graue, ja, es ist ja, ich sag mal, in der Medizin ist das ja häufig nicht so einfach wie im technischen Produktionsprozess, ja, wo man da alles vorher am Reißbrett planen kann, sondern das sind, ich sag mal, viele Dinge, die unklar bleiben. Und da wird dann von diesem Fonds auch sehr vieles ausgeglichen, was im harten Sinne des Gesetzes möglicherweise gar nicht, da wird nicht nach Schuld oder Unschuld oder sowas gefragt. Es wird einfach nur geguckt, der Patient hat einen Schaden erlitten und dann geht man davon aus, dass der ausgeglichen werden soll, um einfach das Vertrauen ins Gesamtsystem zu erhalten. Und deswegen ist zum Beispiel in Schweden ist das ganz explizit, die machen das praktisch alles, was jetzt, wie gesagt, jenseits jetzt von grob kriminellen Handlungen, ja, das ist davon nicht gedeckt. Aber alles, was so im üblichen Alltag stattfindet, auch so Impfkomplikationen und so etwas, was ja in Deutschland auch wäre, wenn es eine reine Impfkomplikation wäre, aber alles, was darüber hinausgeht, wird in Schweden eben ausgeglichen. Ja, ja, Stefan, danke für deinen spannenden Vortrag. Du hast ja aufgezeigt, die zwei Varianten, USA mit der laxen Digitalisierung und China mit der Überwachungsdigitalisierung. Und was dann Europa machen müsste, beziehungsweise wovon Europa Abschied nehmen müsste. Was wären jetzt nochmal kurz zusammengefasst die drei, vier wichtigsten Kernelemente der europäischen Strategie, was dann den Gesundheitsdatenraum angeht? Ich glaube, eines der wichtigsten Kernelemente ist, dass wir diese Diskriminierungsidee hinkriegen müssen. Dann haben wir, wenn wir es wirklich umgesetzt hätten, dass eine völlige Diskriminierungsfreiheit in Bezug auf Gesundheitsdaten, aber auch auf andere Persönlichkeitsdaten umgesetzt und wäre und Realität wäre, dann würde das wahrscheinlich alle Probleme lösen. Aber das ist natürlich ein weiter Weg. Und auf dem Weg dahin brauchen wir diese ganzen anderen Sachen, die ich halt eben dargestellt habe, weil das sind Übergangskonzepte, will ich mal sagen. Ja? Also wir haben im Moment ja so ein bisschen die Diskussion, was Diskriminierung angeht. Da gibt es so zwei Pole, die mir so vorschweben. Also wir haben auf der einen Seite zum Beispiel die Diskriminierung von Homosexualität oder von queeren Leuten. Das ist, ich sag mal, weitestgehend zum Glück umgesetzt. Und heute ist es eher so, dass jemand, der versucht,
die sexuelle Orientierung als Diskriminierung zu verwenden, dass er sich selber ins Aus befördert. Das war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sicherlich nicht so, aber das ist weitestgehend umgesetzt. Aber für die Krankheit ist das eben nicht so. Und da macht das halt wirklich arge Probleme, weil man, wenn dann einmal was öffentlich geworden ist, das für die Menschen dann große Nachteile mit sich bringt. Ich glaube, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Und bis wir sozusagen dahin kommen, brauchen wir so etwas, meiner Meinung nach, wie eine biopsychosozio-informationelle Gesundheit, damit wir ein Rechtsgut haben, mit dem wir diese Konflikte, die jetzt in der Zwischenzeit entstehen werden, auch durchfechten können. Beim Rassebegriff sind wir da schon, im Grundgesetz sind wir ja schon durch. Das ist sozusagen ja Standard. Da würde man sagen, Rasse, sowas gibt es nicht mehr. Und deswegen überlegen wir ja, ob wir den Rassebegriff nicht sogar aus dem Grundgesetz rausnehmen wollen. Weil wir sagen, dieser Begriff hat seinen Zweck getan. Aber naja, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war es wahrscheinlich ganz gut, dass er drin war. Also das, um eben zu verhindern, dass Menschen über Rasse diskriminiert werden. Das ist der Grund. Ja, auch danke für den Vortrag. Du hattest dir gewünscht, dass eben die informationelle Krankheit anerkannt würde, aufgenommen wird mit dem ICD-Code, wenn ich das richtig verstanden habe, als Körperverletzung. Habe ich das richtig geschlossen? Nein. Es geht darum, sozusagen überhaupt anzuerkennen, dass so etwas wie eine informationelle Erkrankung gibt. Aber wenn es mich krank macht, dann entspricht es doch einer Körperverletzung, oder nicht? Ja, es läuft dann am Ende auf eine Körperverletzung hinaus. Aber es ist, auch jede Intervention, die ein Arzt gegenüber einem Patienten macht, ist eine Körperverletzung. Ja? Wenn ich einem Patienten in den Arm steche mit einer Nadel, dann ist das auch eine Körperverletzung. Ja? Die ist natürlich geduldet, weil der Patient sagt, ja gut, das muss halt sein. Also von daher... Das hat aber einen anderen Anstrich. Ja. Darauf wollte ich auch hinaus, weil im Endeffekt, du hast jetzt diese eine Ecke mit den Konnektoren, wo du sagst, okay, das ist der Hersteller und hat einen Scheiß gebaut und jetzt soll ich dafür haften, das geht ja noch nicht. Aber bei solchen Geschichten, wo quasi auch für die Schäden, die auf dem Wege halt zustande kommen, würde ich jetzt auch als ersten Ansprechpartner aus Sicht vom Patienten zumindest den Arzt in der Pflicht sehen. Siehst du das auch so? Beim Konnektor? Eben den Konnektor mal ausgenommen. Also quasi, wenn die Fahrlässigkeit jetzt beim Arzt vorhanden ist, um meinetwegen das Datenleak zu ermöglichen, dann hast du ja dann schon den Weg zur Körperverletzung auf dem Wege. Und ich sag mal, Das ist ein gemischtes Bild. Man wird am Ende natürlich, wie gesagt, man wird das mischen müssen. Man wird den Schutz nicht nur durch ein Schutzgut herstellen können. Man wird gleichzeitig das Ganze über ein Diskriminierungsverbot letzten Endes flankieren müssen. Das wird ohne nicht gehen. Das Diskriminierungsverbot ist eigentlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Ja? Weil, dass Daten öffentlich werden zum Beispiel, das kann dann ja nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ne? Und das ist eine Sache, das ist halt eben so. Und inwiefern dann da ein schuldhaftes Verhalten seitens des Arztes anzulasten ist, das ist halt ein schwieriges Problem. Da wird dann halt darüber gestritten, ob bis zu dieser Diode der Arzt zuständig ist oder ob eine Diode später, um das mal bildlich zu sprechen, ja, das ist jetzt irgendwie, so kann man das nicht regeln, ja, meiner Meinung nach. Aber gut, wir haben keine Lösung dafür, ja, das ist das Problem. Also ich hab auch keine, aber wir brauchen zumindest einen Ansatz. Und derzeit mit der Idee des Datenschutzes, glaube ich, haben wir gar keinen Ansatz, ja, weil es nicht schützt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Frage. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. Es gibt ja auch so Initiativen. Lauter reden. Es gibt ja auch so grenzüberschreitende Initiativen, die Interoperabilität sicherstellen sollen, beispielsweise so grenzüberschreitende Arztbriefe. Ganz spannend mit Sprachbarrieren und so weiter. Hast du die jetzt bewusst draußen gelassen oder gehören die für dich nicht in diesen Kontext mit rein, solche Geschichten?
Ich wollte letzten Endes darstellen, welche sozialen Entwicklungsaufgaben wir haben, um eine Datenökonomie denkbar zu machen. Dass es sehr viele positive Anwendungen gibt, ist eine andere Geschichte. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich würde mir auch wünschen, dass ich einfach elektronisch mit jemandem kommunizieren kann. Ich sage ja, ich bin ja noch nicht mal gegen Datenökonomie. Aber wenn wir es denn machen wollen, müssen wir die sozialen Rahmenbedingungen so legen, dass die Beteiligten nicht zu Schaden kommen und dass auch die Beteiligten eine Chance haben, von dieser Datenökonomie auch zu profitieren. Super, dann danke nochmal für den Vortrag. Gerne. Und noch einen schönen Abend und einen kräftigen Applaus für unseren Speaker. Danke.